Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit Volo, sondern Dringil hat auch eine seiner sehr, sehr seltenen Anwandlungen religiöser Großzügigkeit. Los geht's! Die Helden sind zurück in der Unterstadt von Baldur's Tor, und zwar dort westlich der errötenden Nixe, und wollen einen Weg zur Gießerei der Stahlwache suchen. Die Helden wissen, dass das irgendwo hier unten sein muss. Sie sind ja ortskundig, also da bei diesem Questmarker. Aber wir waren dort in der Umgebung noch nicht erkunden, und deswegen wollen wir alles, was hier oben so liegt, mal gerade ignorieren und uns auf diese Stahlwachengeschichte konzentrieren. Spielmechanisch ist es so, dass die Stahlwächter nicht auf die Helden reagieren, aber ich werde versuchen, das irgendwie ein bisschen ins Rollenspiel einfließen zu lassen. Also pirschen wir uns hier erst einmal, hoffentlich ungesehen, von Stahlwächtern voran. Was ist das hier für ein opulentes Gebäude? Ach, da unten haben wir, da sind wir gewesen, stimmt. Wo ist da die Eingangstür? Dort oben ist eine Balkontür. Hat dieses große Haus überhaupt einen Eingang? Da unten war ja keiner. Vielleicht von der ganz anderen Seite. Oh, da war ein Portal. Naja, das haben die Helden nicht gesehen. Wie auch. Achso, ist hier eine Tür? Nö. Ist schon ein seltsames Gemäuer. Seltsame Raumaufteilung. Was ist denn hier für ein Schild? Ach, ein Hinweisschild für dies, das und jenes. The Lodge, Meeting House of the Society of Brilliance. Die Loge, Versammlungshaus der Brillanz. Ja, das ficht uns gerade nicht an, denke ich. Das ist nur eine Laterne, kannst du dir gar nicht weiter durchlesen. Da ist der Eingang zu diesem großen Haus offensichtlich. Lodge of the Society of Brilliance. Ja, das wissen die Helden jetzt, aber es gibt keinen Grund, da im Moment reinzugehen. Was ist da drüben? Oh, das ist ein Stahlwächter. Moment, wir warten mal ein bisschen ab, dass die wieder hier kehrt machen. Es sei denn, die stehen dort die ganze Zeit. Das scheint der Fall zu sein. Da müssen wir sie irgendwie versuchen zu umgehen. Hier durch diesen Garten. Harborview Park, generously maintained by the Janeth family since 1482 DR. Ein von einer privaten Familie der Öffentlichkeit gestifteter Park. Hafenbeck Park. Was erzählst du? The mouth can publish all the fluff pieces it wants about those steel watches. I think they're a menace. Ja, die hat den richtigen Riecher. Sie hat die Stahlwache für eine Bedrohung. Twitch-Proben. I'm sorry. I don't think I can help you. I'm not fit for service. Er fühlt sich nicht bereit, jemandem zu helfen? Oh. He's a lovely man, Simon. But he's seen better days. Please, try not to disturb him. Aha. Und der versucht, dem anderen wieder irgendwie auf die Beine zu helfen. Ein Bienenstock. Naja, soll mal nicht so kommen. Wenn es hier schon direkt an dem Durchgang klebt. Also hier ein Bienennest, das ist aus sehr vielen Gründen eine sehr ungünstige Position für ein Bienennest. So zwei Köpfe über der normalen Körpergröße von Nicht-Zwergen, Halblingen und Gnomen. Was für die Harten und Zähne? Ich glaube, das kennen wir schon. Haben wir jetzt diesen Stahlwächter hier umgangen? Ja. Wir müssen weiter in Richtung der Stahlwachengießerei uns bewegen. Die ist vermutlich da unten. Deswegen lauft los. Oh. Ach so, war da was? Nein. Wir warten mal an euren Punkt angekommen. Ich dachte, da triggert was. Gut, dann sind wir hier auf der anderen Seite dieses Hafenbeckens, wo unten auch irgendwelche krummen Geschäfte abgewickelt werden. Da wird gleich gespeichert.
Da unten war ja hier dieser Jockel, oder wie hieß der? Der große Huido, genau. Der will nicht, dass wir da unten sind. So, das Ding geht relativ egal. Oh, da unten sind zwei Stahlwächter, aha. Das hier ist doch die Gießerei, oder? Das sieht gießereiig aus. Das wird's wohl sein. Ja, da oben dieser Metallkoffer ist natürlich total verlockend, aber wir haben jetzt gerade echt wichtigere Probleme. Also, wir sind in der Gießerei bestimmt nicht willkommen. Die Schienen. Wenn die Schienen mit Bedacht angelegt worden sind, müssten sie ja über kurz oder lang alle irgendwo in die Gießerei reinführen. Aha, das ist hier offenbar der Hauptzugang. Oder was ist das für ein Zugang hier? Also diese kurze Schienenstrecke führt genau wohin? Zu einer geschlossenen, im Sinne von angehobenen Zugbrücke. Aha. Ist dahinter die Gießerei oder ist die Gießerei südlich von uns? Das wissen wir jetzt gerade nicht. Ja, klar, könnte man jetzt hier irgendwie darüber levitieren und Dinge tun. Sieht mir aber ein bisschen so aus, als wäre hier die begehbare Welt zu Ende, als wäre das das Kartenende. Also den Anschein so ein bisschen. Also vertiefen wir die Analyse dieser Brücke lieber gar nicht erst, sondern wenden unsere Aufmerksamkeit dem Gebäude hier zu. Das ist eine große Fabrikhalle. Glauben die Helden. Das ist wohl die Gießerei. Da wird gegossen. Oder unten an der Wartekant sind einige Stahlwächter. Die wollen wir gerne ein bisschen umgehen. Antinia, die Schlägerin, sucht sich ja Ärger. Either watch or leave. Seht zu oder geht. Wobei sollen wir denn zusehen? Wird hier irgendwie ein Kampf geboten? Bronzebarer, komm. It's not a lie. If you would just listen, I could explain. You have done quite enough explaining, Volothamp Gadam. You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are, fearmonger. Hear, hear! Attention seeker! Hear, hear! Agent of chaos! Your parasite stirs in recognition. This man is infected. Ragnahels follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today, we will be divided no longer, for today, we rise in truth! Psst! Don't you stand there! Help me, gods damn it! Help me! By the gods, do something! Or are you going to let them blow up the poor guy? Trinki, warum bist du so schmutzig? Habe ich dich als Einzigen nicht gewaschen? Wir haben doch gerade gerastet bei einer Rast. Werd ihr doch automatisch gewaschen. Ich verstehe das gar nicht, warum du so schmutzig bist. Aber gut, dann passt es ja gerade so ein bisschen hier in diese Umgebung. Also, mir stellen sich mehrere Fragen. Erstens, warum fällt niemandem auf, dass der Typ, der sich hier als Selbstdarsteller geriert, dem an irgendwelche Brandfässer gefesselten Volo Selbstdarstellung vorwirft? Das ist ja irgendwie offensichtlich und mit Händen zu greifen. Zweitens, wer ermächtigt diesen Clown dazu, hier öffentlich irgendeine Hinrichtung durchzuführen? Dafür gibt es Regeln in der Stadt. Also, Volo ist in Schwierigkeiten und wie heißt dieser Typ?
Churg Elvek, der offenbar auch eine Augenmade trägt, so wie es Dringil gerade mitbekommt. Der will Volo offensichtlich einäschern bei lebendigem Leibe. Und das wollen die Helden natürlich nicht zulassen. Nur zu, macht mit ihm, was ihr wollt. Jetzt können wir diesem Clown vorwerfen, dass er der Absoluten dient. Was er ja tut. Mal überlegen. Also eigentlich von der Intuition her würde ich ja eher auf Option 3 plädieren. Welches Verbrechen hat dieser Mann begangen? Wenn er schuldig ist, wo sind die Beweise? Wo ist das Verfahren? Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist das Wüten des Pöbels. Das gäbe ihm aber die Möglichkeit, irgendwelchen Schwachsinn zu erzählen. Irgendwas, was der Typ rechts im Bild für einen Beweis halten würde. Ne? Deswegen machen wir das nicht. Wir machen es mal mit der ganz konfrontativen Art. Volo hat keinen Schaden angerichtet. Ihr dagegen dient der Absoluten. What's this? Another heretic in our midst? Another mind clouded by the disruptor's lies? Another soul to cleanse? Well, we are nothing if not gracious. Let us see if we cannot lift the veil from their eyes too. Mhm. No, please, no! So, diese Schlägerin, ach, die macht jetzt hier mit Krawall. Kann sie haben. Wo ist denn... Oh, da ist Volo. Wir müssen Volo dringend dort befreien, sonst gibt's gleich einen gebratenen Volo. Ja, wo ist denn hier der Clown? Hau drauf. Raufbold Ormo. Rabauken Varanne. Da ist Churg Elvek. Tja, was machen wir jetzt? Die Situation wäre sehr günstig, denen hier eine mitzugeben, so richtig eine mitzugeben. Also, durch das Feuer hier unten, das greift bestimmt auch auf das Rauchpulverfass über. Dann werden wir was machen müssen, Dringil. Das geht so nicht. Na, lauf mal dahin. Nicht genügend Bewegungsrate. Lauf halt dahin. So. Dann schieß dich mal zu Volo. Nicht genügend Platz. Werfen ist eine Hauptaktion, so wie auch das Schießen eine wäre. Wir kommen jetzt irgendwie nicht so richtig ran an dich. Also ich käme entweder an ihn ran, könnte ihm dann aber nicht helfen, weil helfende Hand ist auch eine Hauptaktion. Und weil ich das in dieser Runde nicht schaffe... Oder schaffe ich das? Warte mal, vielleicht schaffe ich das ja sogar.
Ich müsste jetzt hier die raffinierte Aktion Rückzug machen. Dann müsste ich nochmal sprinten und ist die Frage, ob das reicht. Oder ich lass einfach hier den Schaden passieren. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Dann machen wir das. So. Hau drauf hat Hauptangriff bei Dringi benutzt. Hau drauf braucht 19 für ein Ergebnis. Also es soll bitte kein Crit sein. So. Würfelt diese Sackgesicht eine 20. Das kann nicht wahr sein. Jetzt können wir nochmal eine hier irgendwie in seine Richtung schleichen. Und wir können ihm jetzt sogar hier helfen. So. Dann habt ihr hier ein kleines Feuerproblem, aber das können wir jetzt nicht mehr. Ach doch, Dringel kann noch. Oder wie weit kann Dringel denn noch gehen? Ich glaube, keinen einzigen Schritt mehr. Ja, doch, geht sogar noch. Guck mal hier. Gehen wir da raus. Ja, geh mal dahin. So, du brennst zwar auch, aber das können wir jetzt nicht ändern. So, Karlach. Karlach hat von Dringil gelernt, dass man solche Situationen nutzen sollte, wenn sie sich einem bieten. Deswegen... So einen schönen Pfeil hier mit der Bombe. Damit ihr gleich mal von eurer eigenen Medizin zu schmecken bekommt. So, das geht natürlich kein zweites Mal, wie wir ja wissen. Ne, hier geht nicht. Aber was geht, ist, wir können tatsächlich, und ich glaube, das werden wir auch machen, noch ein Bömmchen werfen. Ja, das geht schon noch. Geh mal zu hier. Da mitten hinein nochmal. Für die extra Portion Spaß. Und da hat es den ersten schon dahin gerafft. Sehr gut. Jetzt kann sich Karlach hier noch hinwerfen. Ein bisschen schubsen. Weg mit dir. Man kann auch hier in dessen Richtung laufen. Wenn der dann weg will, dann kriegt er eine drüber gezimmert. Schattenherz, du hast ein Schild. Die würfeln echt gut. Viel zu gut. Okay, also. Will, wen können wir dann aufs Korn nehmen? Die war schon dran. Mal gucken. Also hier haben wir 65, 70, 75. Aber 45 Punkte hat sie noch. Das ist echt schwer. Der ist noch komplett heile. Die auch. Weit entfernt. 45 Punkte schaffen wir nicht mit dem Schaden. 32 können wir schaffen. Naja, knapp. Sehr, 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 sehr knapp. Ja, geh mal ein bisschen außer Schusslinie hier. Volo, was machst du da? Du Rindvieh! Sag mal, was würfeln die hier
ständig eine 20 beim Angriff auf Tringil. Das geht mir auf den Sack. So. Die da ist ja quasi down. Ach, weißt du, wir haben noch genug Bomben. Wenn wir da eine hinwerfen, dann sind die beiden doch hoffentlich beide davon betroffen. Genau, sie ist dann down und er hat noch mal ein bisschen was abbekommen, richtig. So, Schattenherz könnte was gebrauchen. Dann machen wir das nochmal so hier. Uns geht's wieder gut. So, Dringil. Raufbold Omo. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wann das alles hier detoniert, aber ich glaube, es wird detonieren. Den zu schubsen, das kriegen wir ja nicht hin. Mal kurz überlegen. Nee, Volo steht auch noch zu nah. Meine Idee wäre es jetzt gewesen, erste Zusatzaktion, Dringil einen Stärketrank trinken lassen, zweite Zusatzaktion, den dann hier rumlaufen und um diesen Typen in Richtung der Fässer schubsen. Hauptaktion, Feuerpfeil auf Rauchpulverfass. Ne? Das wäre so eine schöne Taktik gewesen, aber ich fürchte, dass Volo hier echt noch zu nah dran ist. Und Volo hat nur noch 17 Punkte. Das ist keine so gute Idee. Deswegen möchte auch Dringil hier gerne verschwinden. Deswegen möchte auch Dringil hier gerne verschwinden. Raffinierte Aktion Rückzug. Darüber. Ja, ja, ja. Waffe vergiften. Das war dann Aktion Nummer 2. Gebt dem eine mit. Glückspilz ist jetzt aber echt komplett aufgebraucht worden. Kann nicht wahr sein. Und der kriegt jetzt eine mit. Genau das habe ich so geplant. Da kann sich Karlach gleich mal revanchieren. Können wir die wegschubsen mal wieder. Lady, du nervst. Du merkst es irgendwie nicht, oder? Du schießt hier nie wieder. Vollidiot. Merkt ihr nicht, dass ihr verliert? Ihr Pöbel. Ich meine, schön, dass das Pöbel nicht flieht, weil dann kann man den Pöbel auch hier ordentlich ausmerzen, aber ich an seiner Stelle würde ja mich hier langsam mal nach einer Fluchtmöglichkeit umsehen. Die war schon dran. Der da kommt noch. 45 schaffen wir nicht. 45 schaffen wir nicht, meiner Ansicht nach. Das heißt, es ist taktisch günstiger, die da auszuschalten, weil die sonst in der nächsten Runde wieder Stress macht. Und dann nochmal dran kommt. Volo, renn weg, du Clown!
So. Also, tja, der da hinten. Na gut, mit dem kommt Drinki schon irgendwie klar. ...85% auf heilige Flamme. Na dann. Oh, das tut weh. So, Drinkiel. Der ist irgendwie sehr anhänglich, finde ich. Und er versteht nicht, dass man einen Schurken nicht so einfach in die Enge treiben kann. Wird er auch nie mehr verstehen in seinem Leben. So, Drinki, es wäre schön, wenn du da nicht so ganz in der Nähe von diesem Dings da stündest. Falls das doch noch irgendwie von selbst explodieren sollte. Karlach, die ist echt anhänglich hier. Die ist wirklich, wirklich, wirklich anhänglich. Können wir die nochmal umschipsen? Ja. Erledigen wir doch erstmal den da. Weil den schaffen wir. Die schaffen wir eben nicht mit ihren 74 Punkten. So, Willy. Oh, da war ein Crit dabei. Das hat echt wehgetan. Willst du wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach gehen? Wie viel Schaden willst du noch kassieren? Au! Wie gut, dass ich Drinki noch ein bisschen aus der Reichweite rausgetan habe. Ja, wie auch immer. Nicht genug Bewegungsrate, ey. Sie will es ja nicht anders. Crit und weg. So, wir können Maden einsammeln, glaube ich. Erst wird gelootet, dann wird gesprochen. Also, Raufbold Ormo. Ach, da können wir wieder einigen Krempel ver... ja. Ich lasse erstmal Karlach hier das alles einsammeln. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Raufbold Ormo, hatten wir hier Rabaukin Varanne. Nopstar. Boah, sei es schwer, das Zeug. Churk Elvek, der Rädelsführer mit seiner Augenmade. Wer bist du? Hau drauf. Dick Dreckpfeil. Und Antinia, die Schlägerin. Die es nicht besser wusste. So, dann kann man Drinki jetzt krempelt da noch gerade rein. Achso, reintun. Also wie üblich. Wir füllen hier ein Säckchen. Mit dem Loot der Episode. Und schicken das ans Lager, dann ist es weg. Und wir haben wieder Lastreserven. So, ihr habt euch alle hier schon geleert. Die Fackel können wir auch noch einstecken hier. Okay. Dann haben wir mit jemandem zu reden. Denn da hinten war ja keine weitere Leiche. Nee. Ja, Volo, wo bist du jetzt? Da unten stehst du. At the ready. Ach so, wartet mal kurz. Schattenherz, du könntest dich mal maskieren. Nehmen wir hier das Schminkzeug. So. Mit Toten sollst du sprechen. The corpse does not respond.
Da hinten jemand? Nee. Keine Gespräche möglich. Dann reden wir mit Volo. Die Helden haben den Eindruck, dass hier irgendwas nicht stimmt. Den Eindruck habe ich auch. Volo. Gott, I really thought I was done for. I suppose thanks are in order. What's an heroic story without a little risking of one's neck, eh? And you know what they say, the bigger the story, the more people want to kill you for it. I'll tell you all about it, but not here. Too many eyes, ears, and wear palms about. Meet me at your camp. Das ist immer so eine Bedrohung, wenn der in unser Lager läuft. Der weiß doch gar nicht, wo unser Lager überhaupt ist. Volo, bleib doch einfach weg. Na gut, also. Er argumentiert auf Volo-Art. Großes Abenteuer, Hals riskieren. Je größer die Geschichte, desto größer die Anzahl der Feinde, die einem ans Leder wollen. Er muss mit uns sprechen, aber nicht hier, sondern in unserem Lager. Ja, ja, mach du mal. Ein Grund ist, die nächste Zeit nicht ins Lager zu gehen. Für Dringil. Da sind zwei, die irgendwas wegschrubben. Ist das Öl oder was ist das? Oder Farbe? Can't talk. Bloody oil's gummed up my nets. Öl. Die schrubben Öl weg. Hells, it's everywhere still. I don't suppose you've got any experience getting oil out of sealed wood. Also, der fragt, ob wir eine gute Idee haben, wie wir das Öl aus diesem versiegelten Holz rauskriegen. Woher kommt das ganze Zeug überhaupt? Me and Flea here were out on the water casting our nets, expecting to find the usual crop of halibut. Then, all of a sudden, my net starts dragging, and there's a bloody wave serving all twisted up in it. We took her back to the docks to try and help her, but she was already dead. Ah, was, langsam. Was erzählst du? Flair und ich waren auf dem Wasser und haben wie üblich unsere Netze ausgeworfen, um Heilbutt zu fangen. Da zerrt es plötzlich an meinem Netz und eine blutige Wellendienerin hängt darin. Was ist denn eine blutige Wellendienerin? Umbale-Priesterin oder was? Eine Verletzte? Wir haben sie zu den Docks gebracht und versucht ihr zu helfen, aber sie war schon tot. Hat das was mit der Unterwasserstation zu tun, die wir zerstört haben? Was ist aus ihrem Leichnam geworden? The other wave servants came to get it. Her. Sorry. They took her back to the temple. You can hear the bloody caterwauling from here. Aha. Also die anderen Umbale-Priester haben den Leichnam zum Umbale-Tempel gebracht und man kann ihr Wehklagen immer noch hören. Habt ihr sonst noch was Ungewöhnliches gesehen? We both saw some sort of wake moving towards the docks when we picked her up. But there weren't any other boats around. Maybe it was something big moving underwater. I don't know. It was weird, whatever it was. Kind of looked like it might have been heading towards that building across the channel, actually. Ah, jetzt weiß ich, was passiert ist. Also, er erzählt, er hat noch eine große Bugwelle gesehen, aber da war kein Schiff über Wasser, vielleicht ist irgendwas unter Wasser gewesen. Das war die Geschichte, die uns Rothammer erzählt hat. Er erzählte ja, dass diese Wellendiener ihm ständig im Weg rumschwimmen und er wäre bei der letzten Fahrt mit einer davon kollidiert und das möge ihm doch jetzt eine Lehre sein, sich nicht in den Weg des U-Boots zu werfen oder ihm im Weg rumzuschwimmen. Also, das ist die Geschichte hier, die andere Seite. So gesehen wissen die Helden, was passiert ist. Warum treiben im Hafen so viele tote Fische? Pucke de Fano. Might be something to do with all that oil in the water. It's too bad we can't sell them. Bloody waste, if you ask me. Muss was mit dem Öl zu tun haben und deswegen kann auch den Fang nicht verkaufen. Ist mit eurem Boot alles in Ordnung? The boat's fine.
But the nets are in tatters. Need to deal with all this oil before we can fix them, though. Ah ja. Das Boot ist in Ordnung, aber die Netze sind auch ölverschmiert und das muss er alles sich drum kümmern. Ja, wir haben da auch nicht wirklich eine Idee, was wir dir geben können. Er hat einen Löffel. Hm. Wisst ihr was? Aus rollenspielerischen Gründen... Ah, nee, vergesst es. Ich dachte, wir haben noch ein Stück Kernseife übrig. Das hätte ich ihm jetzt gegeben. Das habe ich aber, glaube ich, irgendwo verkauft. Da hatten wir immer eins, aber das haben wir jetzt nicht mehr. Ja gut, dann geben wir ihm halt nix. So, weggehen. Alles klar. Also, das Öl im Wasser kann natürlich auch von dieser Unterwasser-Baustelle her rühren, vom Eisenthron oder dessen Zerstörung. Das kann alles irgendwie schon sein, aber hier sieht man es. Wie viele tote Fische darum schwimmen. Kann auch noch einen anderen Grund haben. Vielleicht weiß man im Umbale-Tempel ja mehr. Jedenfalls wissen wir mehr, als wir ihm gegenüber zugeben wollen. Und gucken mal, wie das jetzt hier aussieht. Mit der Gießerei. Das ist sie offensichtlich. Ach, der Eingang wäre hier. Nee, wie? Wo? Warte mal langsam. Hier? Hm. Also das hier unten ist der Umbale-Tempel. Wahrscheinlich. Richtig. Da reden wir erstmal mit denen. Wegen der ganzen U-Boot-Geschichte. Wenn wir jetzt in die Gießerei gehen, dann sind das vielleicht 3 Episoden. Keine Ahnung, was ich da alles machen muss. Wir... klären das erstmal. Holen uns vielleicht Umbales Segen. Und erklären denen, dass wir uns um dieses Ding gekümmert haben. Umbale. Oh, Wave Mother. Queen of the Depths. Hear me. Please carry Holly to her final rest in the deep wilds. Please... Sorry, are you here for a wave servant Holly's funeral? Oh, it's already started. They're just inside. Was hat die gerade gesagt? Also sie ist dabei, hier irgendein Gebet an Umbale, die Königin der Tiefen, zu richten, um die gestorbene Wellendienerin Holly zur letzten Ruhe zu betten. Verzeihung, kommt ihr zur Bestattung der Wellendienerin Holly? Die hat bereits begonnen. Sie sind da drinnen. Ja, wir wissen ja Bescheid. Man kann durchaus sagen, dass wir zu dieser Bestattung hier sind. Deswegen würden wir hier sagen... Zeig mir deine Ware. Okay, nix. Deswegen... Wir können fragen, wird deswegen gesungen? Yes. Oh, please, you're most welcome. We have much to be thankful for. May the Wave Mother smile on you as she did Holly. Naja, gut. Also, wir werden hier willkommen geheißen. Überdauernde Diomira Trellis. Captain Goldwach. I thought it wise to make an offering to the Sea Queen before sailing out tomorrow. Wasn't expecting to find the servants so preoccupied. Ein Captain, der eine Opfergabe darbringen will, aus guten Gründen. Captain Foharel. Here to make an offering to Umbale as well, eh? They say it's good luck to placate the bitch queen after a drowning. Ein Duergar-Kapitän, interessant. Ihr wollt Umbale auch opfern. Es soll Glück bringen, Umbale nach einem Ertrinken gnädig zu stimmen. Ja, wir stimmen ihm zu. Oh, der hat einen Saphir. Haben will. Auf jeden Fall. Glad to hear it, friend. Maybe Umbale will set her hand to all the strangeness going on in Grey Harbor now she's lost one of her own. Naja. Ich hoffe, dass sich Umbale da einschaltet, da sie jetzt auch eine ihrer Dienerinnen... verloren hat. Irgendwas geht im Grauen Hafen vor sich. Wir wissen mehr. Dilgar Snese.
Sorry, mate. No time to chat. Just here to make an offering, then leave. In and out, yeah? Ja, okay. Will nicht gestört werden. Bittgesuche an Umbale. Das lesen wir uns durch. Königin Umbale, die See selbst. Ich werfe mich auf die Klippen eurer Gunst. Lasst mich das salzige Wasser eurer Herrlichkeit tief in meine Lungen trinken. Verwandelt meinen Schädel in eine Muschel und meine Rippen in ein Riff, um eures Segens würdig zu werden und dem Zorn eurer Sahuagin zu entgehen. Ja, also, man will selbst ersaufen und dann hat man keinen Ärger mehr mit den Sahuagin. Ja, so kann man die Welt auch sehen. Jungfer Glone. The celebration is in the main chamber. Praise Umbali! Mhm. Wir werden an die Hauptkammer des Tempels verwiesen. Wir gehen noch kurz hier auf der anderen Seite lang. Guck mal, wer da noch ist. Eine Opfertruhe. Mhm. The Wave Mother sees all. Even you. Ist ja gut. Es war deutlich. Ersttide. First tide is the umbilent holy day when the harbors first open to spring sea trade, celebrated by sacrificing a great turtle. Irgendeine große Schildkröte, die mal zu Ehren von Umbale geopfert wurde an irgendeinem Festtag. Trinkel kann mit sowas nicht umgehen. So viel Punkt hat er nicht in Götter und Kulte. Dr. Mildweiß. Did you hear the wave servants talking about a beast in Grey Harbor? If that's true, prayers are the least we can do. Mhm, ja. Nun gut, also, ja, wir könnten jetzt hier was spenden. Was ist da drin? Ach, wir können nicht mal reingucken, das ist ja so gemein. Wir könnten jetzt hier was spenden. Ach, wisst ihr was? Trinkel hat gerade eine Anwandlung von Großzügigkeit. Ab und zu hat er die. Ein Saphir in Umbale Blau wird doch ganz bestimmt die bitchige Queen hier milde stimmen, oder? Oh. Schattenherz ist inspiriert. Ist jetzt ein bisschen weniger garstig? Umbale despises ditherers. Ja, ja. Hier zaudert niemand. Oh, Drinkel hat einen Segen. Gewährt einen Bonus von 1W4 auf Angriffswürfe und Rettungswürfe. Da steht doch nicht mal, dass das jetzt nur bis zur nächsten großen Rast ist, aber ich nehme mal an, dass es so gemeint ist. Na dann, wollen wir uns mal das Volk mischen? Oh, wir könnten mit dem Leichnam sprechen. Also, was sagt sie denn? Flutstrom Alandra Grau. Glorreiche Wellenmutter, gieße Zorn über die Bestie, die für diese Ungerechtigkeit verantwortlich ist. Lasst ihren Meister als aufgedunsene Leiche in der Gischt zurück. Frohlocket, denn die Wellenmutter heißt eine weitere Tochter in den wilden Tiefen willkommen. Wisset, dass auch wir bald folgen werden, wenn unsere Zeit gekommen ist. Na, Rothammer, die wünschen deine aufgedunsene Wasserleiche im grauen Hafenbecken rumtreiben. Mhm. Zornige und gnädige Umbale, erhöre unsere Gebete, überflute die Welt mit deinem Wort. Umschließe uns vollständig. Wir treten mal dazu. Passiert da was? Nee, dann sprechen wir sie mal an. Rejoice, sisters, for Umbali has blessed her humble daughter with a pure death. Her lips blue with her kiss, her lungs full of her quenching word. Umbali's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. You, supplicant,
What tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? Was? Noch ein Tribut mehr? Wir haben doch gerade schon einen Saphir gespendet. Ihr da, Bittsteller, welchen Tribut bringt ihr, um die gefallene Tochter der Wellenmutter zu ehren? Naja, wir können ja sagen, dass wir schon ein Tribut geleistet haben. Was würde sie uns denn anbieten? War nichts, was wir brauchen. Ich habe schon ein Tribut geleistet, das ist nicht gelogen. A fine offering. Always appreciated in the eyes of the Wave Mother. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. Naja. May the seas be as kind as you deserve. Ja, also, das war eine gute Intuition von mir, dass ein Saphir natürlich Umberle besonders schmeichelt. Also, an der Stelle muss Dringil Umberle absolut recht geben. Ein Saphir ist der Feind aller Edelsteine. Ja, sie jetzt hier zu befragen, das kommt nicht gut. Das kommt überhaupt nicht gut. Aber wir können ja auch sonst nicht wirklich viel tun, ha? Oh, Umberle, hear us. Umberle, bring your daughter home. Ja gut, die sind ja völlig entrückt. Tja. Es verbietet sich aus rollenspielerischen Gründen, jetzt hier ohne jede Erlaubnis mit Toten sprechen. Mit Toten sprechen zu wirken. May the Wave Mother grant you her favor. Or at least spare you her wrath. Ja. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Ich hätte denen ja gerne gesagt, was wir herausgefunden haben und dass das jetzt wohl ein Ende hat. Weitere Bittgesuche an Umberle lesen. Ach, das ist das gleiche wie vorn. Hier ist eine Köchin oder zwei. Hands off the drinks. We have enough to fill Grey Harbor. It's all for the funeral. Ja, wir dürfen uns ja nicht bedienen, alles für die Beerdigung. Fish is piss. I loved Holly as much as anyone, but they've been wailing and praying for hours. My best pot for a bit of quiet. Ja, sie kann das Wehklagen nicht mehr ertragen. Wir können ja jetzt gar nichts antriggern, oder? Da unten angeln welche. Was seid denn hier für welche? Ach Leute, ihr mit eurem ich seh nix. Das kann doch nicht wahr sein. Schwierigkeitsgrad 20. 1 gewürfelt, 9 gewürfelt, 6 gewürfelt, 5 gewürfelt. Klasse, ihr dürft auch auf dem W20 würfeln, nicht auf dem W10. Haben wir hier halt nichts gefunden. Wer seid denn ihr? Maturni, die große Lügnerin Bronson und Dim Pimberg. Den sprechen wir an. The others think I don't know shit, but I do. I do know shit. Die anderen sagen, er kann und weiß nichts. Hm. You hear these mooks trying to tell me about fishing? I've been fishing here all my life. Das sind irgendwelche Angler, das ist völlig uninteressant. If they're right about the Swahagan, I may take up another line of work. Though nothing seems safe these days. Ja, hier ist nichts sicher, vor allen Dingen nicht wirklich. Ja, gut, wir könnten durchaus mal Kratzer holen. Vielleicht kann der noch irgendwie was erschnüffelisieren. Kratzer? Kratzer. Nee. Irgendwie nimmt auch er hier keine Witterung auf. Dann wissen wir halt nichts von dem hier vergrabenen Schatz. Dann soll es so sein. Also da unten geht es nicht weiter um die Ecke herum bei den Anglern. Da wird auch nicht mehr so viel zu finden sein. Oh doch, da ist ein Gang.
Ach, das ist ja interessant. Na, wenn die gerade alle da oben beschäftigt sind, dann gucken wir doch da mal rein, oder? Umberlees Keller. Oh, da sind noch mehr. Dürfen wir hier sein? Wahrscheinlich nicht. Ach, wir geben uns einfach mal zu erkennen. Dinky steht gerade unter Umberlees Segen. Das finden die vielleicht gut. Hallihallo. You look lost. The stairs behind you will take you back up to the temple. All right. Wir sind hier wohl verloren und verlaufen. Kann schon sein. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Aha. Ja, wir können ja gar nicht mit ihr interagieren. Dann gehen wir mal lieber. Restricted area. Die Helden sehen, dass sie da irgendwie einen Sahuagin, nee, Quatsch, einen Kuatoa aufbahren. Und sie sprechen von Pech gehabt. Hat sich gelohnt. Das sind irgendwelche umberläschen Unterhaltungen. Na gut, dann halt nicht. Die Helden können sich da keinen Reim drauf machen. Gehen deswegen wieder raus. Moving ahead. Und haben meiner Ansicht nach jetzt hier im Umberlee-Tempel nicht mehr so wirklich was zu tun. Wenn sie nicht hier dieses Bestattungsritual mit Toten sprechen stören wollen. Und das kommt für mich aus rollenspielerischen Gründen nicht wirklich in Frage. Was ist das hier? Wir dürfen wieder rein. Da ist noch jemand. Wilmina. There's nothing for you up here, Flotsam. Back downstairs you go. Back downstairs I go. Ja, kann ich machen. Meeresschnecken zählen. Lesen. Bei der ersten Muschel an eurer Schnur denkt an das Salz, das reinigt, nährt und brennt. Bei der zweiten Muschel an der Schnur denkt an die Ertrunkenen. Bei der dritten Muschel an eurer Schnur denkt an die Stürme, die sie peitschen. Bei der vierten Muschel an eurer Schnur denkt an den Atem, der eure Lungen füllt und den sie nach ihrem Belieben aus euch herauspressen kann. Bei der fünften Muschel an eurer Schnur denkt an die Freigebigkeit ihres Körpers, die Königin das Meer. Ja, ihr könnt jetzt hier stehen, aber das lief eigentlich relativ gut hier im Tempel. Obwohl, die ist ja nicht so die einfachste aller Göttinnen. Insofern wollen wir jetzt hier vermeidbaren Zorn auch vermeiden. Die Tür hier hätte uns dann dahin gebracht, in diesen Raum. Aber wenn wir hier in nichts stehlen wollen, dann gehen wir da auch nicht rein. Insofern habe ich jetzt hier keinen Anknüpfungspunkt, irgendwas in die Wege zu leiten. Also werden die Helden sich hier wieder verdrücken. Okay, will ich schon? Can't chat. These offerings need to be stored before the next tide, or there'll be a Landra to pay. Gut. Dann tu es. Soweit also der Tempel der Umberlee. Wir hätten hier an der Seite noch ein bisschen Land. Was mache ich denn da? So. Nahkampf bitte. Hier können wir noch ein bisschen gucken. Wo führt das denn hin? Das führt zu einem ziemlich verratzten alten Anleger. Ach, da kommt man letztlich an den Bereich hinter dem Kontor. Aha. Stimmt das? Kannst du da hinhüpfen, Dringil? Das geht ohne weiteres.
Wow, wow. Ja, ja. Dann hier rüber. Ist das hier alles noch in Betrieb? Das ist doch nicht mehr in Betrieb. Hier ist auch keiner. Oh, Quarantäne. Was heißt denn das? Warning. Plague risk. Do not enter. This ship is under strict quarantine until further notice. Oh, das Schiff steht unter Quarantäne wegen solchen Befall. Da sind irgendwelche Verpilzten drauf. Tote Körper. Naja, Dringel möchte sich auch keine Krankheit einfangen. Das mit der Quarantäne scheint er ja wirklich durchaus seine Berechtigung zu haben. Man könnte hier gucken, ob man da mit den Toten reden kann. Schattenherz. Es könnte ja ein Schiff sein, das für die absolute Gefahr ist. Das wäre ein Steinfürsten für die Zentarim, für irgendwen, der hier Dinge tut. Aber ich glaube nicht, dass uns da irgendwas Leiches zu stark beschädigt. Okay. Die ist schon halb zersetzt, auch wenn sie doch gut aussieht. Die kann gar nicht mehr reden. Nee, dann gibt es auch dafür keinen Grund, jetzt hier seine Nase da in diese Angelegenheit hineinzustecken. Wenn wir nicht irgendwas erfahren, was uns das wieder in ein anderes Licht taucht. Und da hinten ist die Welt zu Ende. Augenscheinlich, ja. Wer weiß, wann dieses Schiff da schon liegt. Also so kaputt, wie dieser Anleger hier ist, glaube ich nicht, dass die Quarantäne hier noch besteht. Also Quarantäne, die irdische Quarantäne hatte ja ursprünglich, glaube ich, 40 Tage, meine ich. Da kommt das Wort her. Quarantäne, da steckt ja das Wort 4 drin. 40 Tage. Das war, glaube ich, zu Zeiten der Pest hat man das, glaube ich, eingeführt. Ich mich recht entsinne, im Hafen von Venedig. Als in Europa die Pest wütete, dass man da eben 40 Tage lang das Schiff nicht verlassen durfte und nicht betreten durfte, als es eins eingelaufen war. Wenn danach immer noch keine Krankheit an Bord ausgebrochen war, dann war alles gut. So war das irgendwie. Was ähnliches scheint hier gewesen zu sein, aber ob man das hier mit 40 Tagen bemisst, keine Ahnung. Nun gut, also. Da sind ein paar Galgenvögel. Na komm, die sprechen wir noch an. Als letzte Amtshandlung hier. Oh, Brando Beerish cursed me. I should have taken that deal the first time it was offered at half today's price. Oh, I'm a sap. Der jammert über irgendeine entgangene geschäftliche Gelegenheit. War is good for some businesses. What can I say? I got mouths to feed too. Na, der ist ein Krisenprofiteur. I was this close to landing that deal. Next time for sure. Der hat irgendwie den Zuschlag nicht bekommen. My father always told me, Kate, commerce is like warfare. Fight for it like your life's at stake. Und ihr Vater brachte ihr bei, dass Handel und Krieg letztlich ein und dasselbe sind. Chlorwank. This catch is spoiled. You'll have to wait for the next boat. Und der kann uns von seinem Fang nichts verkaufen, weil er alles ölig und schmierig ist. How do fish even get dirty? They live in water. Und er wundert sich, warum Fische überhaupt schmutzig werden können. Ja. Nehmen wir die hier noch und dann haben wir's. Darin Brislen. I hate sending Leapak and the girls off without me. But if that smuggler can get them to Waterdeep and away from the Absolute. Was erzählt der? Nochmal langsam, was? I hate sending Leapak and the girls off without me. But if that smuggler can get them to Waterdeep and...
Ah, okay, der will seine Frau Lepak und die beiden Kinder Häschen und Blütchen will er aus der Stadt rausschaffen, wegen der Absoluten. Nur das kann Trigi nachvollziehen. This is life and death for me too, mate. You only get as many berths on my sloop as you can pay for. If I allow any freeloaders, my own crew will scrag me. Ja. Für mich geht es auch um Leben und Tod, Kollege. Auf meinem Sloop gibt es nur die Kojen, für die auch bezahlt wurde. Wenn ich Schnorrer mitnehme, murkst meine Besatzung mich ab. Mhm. Ah, das Problem ist, dass die nicht mehr genug Platz für den Vater haben. Okay. Na, wir versuchen sie mal zu überreden. Sie hat zwei Goldstücke dabei. Also überzeugen. Captain Slayer, nicht wahr? Es wäre doch ein Jammer, die Familie auseinanderzureißen. Lass den Vater mitkommen. Unauffälliger Bonus. Läuft. Very well, I'll do it. Suppose I can find some way to make it good with the crew. Ja, ja, genau. Geht ihr mal da an Bord. Was ist eigentlich euer Schiff? Ach, das hier ist euer Schiff. Ach so, die standen da an, um hier die Plätze irgendwie zu... Die Plätze zu bezahlen. Ja, die Überfahrten. Was sagt ihr denn jetzt, Familie Brislen? Ja? Wie haben wir das gemacht? I don't know who you are, but all I can say is thank you. If you ever have children, you'll understand what you've done for us. Ja, der ist überfroh. Und sie? Oh, thank you, sir. Thank you. I just couldn't bear to leave our girl's father behind. Ja, glaube ich. Blütchen sagt nein und Häschen sagt ja. Lass mich in Ruhe. Häschen. Stufe 1, Mensch, ist das herrlich. Intelligenz 10. Das ist mehr als manch anderer hat. Okay, gut. Die Episode ist überlang. Ich ergehe mich hier schon wieder an irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Wir wollen uns mit der Gießerei beschäftigen. Ich glaube, wir sollten Kratzer nicht dabei haben. Ne? Flupp. So. Also, hier ist die Gießerei. Da drin werden Gondir festgehalten, wie wir mittlerweile wissen. Und aus mehrerlei Gründen müssen wir diesem Treiben da drinnen ein Ende bereiten, ganz dringend. Die Frage ist nur, wie wir reinkommen. Das ist nicht das öffentlichste aller Tore und so weiter. Und da hinten rum, ja, diese Stahlwachen machen es einem auch nicht so leicht, da reinzukommen. Tja. Die Helden werden das Problem irgendwie lösen. Gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.